Es ist eine hochsensitive, königliche, geheime Staatsstoffmiezekatze. Hurra! Die Schreibstube ist geöffnet, Gentleman. Oh, wird's jetzt geschäftlich hier mal? Ups, jetzt schau dir das an. Fällt doch diese Stoffkatze hier vom Regal und landet genau in meiner Tasche. Seine königliche Grinsität zu bestehen ist einfach abscheulich, Mal. Mach's doch mal. Ist da nichts mehr drin? Den Spieß kann man auch nutzen, okay. Ja, ist ja gut. Wer schnauft damit? Ich leih mir doch nur alles aus. Zukünftiger Standort der königlichen Botanik. In Ordnung, Männer. Wir teilen uns auf. Aber was ist, wenn sich einer von uns verläuft? Ja, ja. Okay, Männer. Bleiben wir dicht beisammen. Schauen wir mal in die Bäckerei. Ich kann mich natürlich irren, aber ich glaube, Widerlos Schlägertruppe bereitet sich gerade auf einen Gastauftritt vor. Was zum Henker sollen wir tun? Lass mich nachdenken. Mit Sprengkeksen nach ihnen werfen? Los, bewegt euch, sie können noch nicht weit sein. Oh Mann. Die haben nicht in der Vorratskammer nachgesehen. Man sollte immer in der Vorratskammer nachsehen. Was hat man denen denn auf der Schlägerschule überhaupt beigebracht? Ich bin einfach nur froh, dass sie weg sind. Eine mitgenommene Stoffkatze. Was kann eine Stoffkatze machen? Fällt mir auch was ein, vielleicht kann man das nächste Gelände abholen von dem Nein, der Fisch war noch nicht im Klo, denn ich habe das Klo nicht freigemacht, weil ich dafür erst den komischen Pömmel brauche. Weißt du, irgendwie gefallen mir diese Lochreifen. Und Dalek. Ja, zu spät. Wir reichen Ihnen die Hand zur Gratulation, mein Freund. Oder zumindest einen Handschuh. Ich sag's ja nur ungern, mein Sohn, aber das hier ist ein Geschäft, nicht die Wohlfahrt. Schade. Roten Handschuh. Ah, eine rasante, relaxte und relativ... Ja, ist ja gut.
Weißt du, irgendwie gefallen mir die... Ich war auch nicht mehr lange. Jetzt war bis halb und dann war ich auch Schluss. Die muss man auch raus, leider. Was will ich noch schnell machen? Vielleicht kann man der ja diese Pixar hier... Jämmerlicher Wurm. Meinst du denn, das hätten wir noch nicht ausprobiert? Sowas Kindisches spüre ich doch gar nicht. Gute Nacht, aber Rotbest. Danke fürs Reinschauen. Unerträglich erfrischende Art der Folterung. Das klappt schon mal. Das geht nicht. Der Katze. Mehr, du sanftes Schaf! Ich glaube nicht, dass sie Hunger hat. Nicht? Schlag mir die Sahne! Das ist doch völlig nutzlos! Versteht denn hier niemand die Sehnsüchte einer frustrierten, üppigen Paarhufer-Domina mit masochistischem Einschlag? Gib's mir! Ab 6, nie vergessen! Jämmerlicher Wurm! Meinst du denn, das hätten wir noch nicht ausprobiert? Sowas Kindliches spüre ich doch gar nicht! Ich brauche eine neue, unerträglich erfrischende Abart der Folterung! Bestraf mich, Peitschenpolly. Ich bin ein böses Mädchen gewesen. Warte mal. Das hält nicht. Irgendwie muss ich sie festmachen. Ah, Leim fehlt noch. Schade. Ja, Hammer geht auch nicht. Ich habe auch schon probiert. Über einem offenen Feuer dürfte das besser klappen. Okay. Na, wo kriege ich ein Feuer? Hab ich noch keins gesehen. Kann ich Popcorn machen? Gib's mir! Ja, die haben nochmal zu. Einfach arbeitet. Würden Sie mir wohl Ihr Buch mal leihen? Was soll ich denn dann irgendwie lesen? Irgendein Buch zu lesen ist irgendwie viel besser als gar keins. Ja. Danke irgendwie, aber... Wissen Sie... Nein, danke. Noch eine Bewertung. Das ist kein amerikanisches Spiel, würde gerade sagen.
Ey, beschrei's nicht. Vergessen. Ich hör hier Traumhochzeit. Scheiße. Ach du Scheiße. Hätten Sie was dagegen, die Bücher zu tauschen? Die Paarungsrituale des übelierten Waldeichhörnchens. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Gib's doch nicht. Gib's. Was für ein absolut cooles Buch. Ganz, ganz vielen Dank. Oh Mann. Sehen, ne? Gibt's doch nicht. Oh. Schaut mich an, hart wie Kruppstahl. Mann, das ist aber mal ein starkes Buch. Alle möglichen interessanten Sachen drin. Rätsel, Geschichten. Sag mal, möchtest du gerne eine Geschichte hören? Natürlich nicht. Och, komm schon, sie wird dir gefallen. Sie handelt von einem Genie. Dem schlauesten Genie der Welt. Hm, der war doch sicher nicht so schlau wie ich. Niemand konnte es mit dem Genie aufnehmen. Doch eines Tages kam die Friseuse der besten Freundin der Schwester des Königs bei ihm vorbei. Ach, was? Sie fragte, wie lautet die eine Frage, die du nicht beantworten kannst? Das war ja ganz entzückend. Und? Habt ihr in letzter Zeit irgendwelche Guguten-Filme? Warte noch einen Augenblick. Weißt du, ich dachte, ich stelle dir die gleiche Frage. Gleiche Frage? Welche gleiche Frage? Du weißt schon. Wie lautet die eine Frage, die du nicht beantworten kannst? Das ist absurd. Nun? Ich... Das ist... Kannst du meine Frage nicht beantworten? Hört auf! Ich muss nachdenken. Ich muss nachdenken. Ich muss nachdenken. Es gibt nichts, was ich nicht wüsste. Nichts. Ich kann nicht. Oh, mir wird so schlecht. Was habt ihr angestellt?